unglaublich. Boah, magische Kräfte. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Börsenpunk. Schon die dritte im laufenden Jahr. Lupenreiner Hattrick. Wahnsinn. Eine Meldung, bevor wir zu den Fragen kommen, ist mir ins Auge gesprungen. Volkswagen schickt einen Teil seiner Mitarbeiter in den Escape Room. Weiß jeder, was das ist, oder? Ja, mach mal das Licht aus. Um den Mitarbeitern quasi zu signalisieren, ja, es gibt einen Ausweg Richtung Elektromobilität. Wow, ich dachte wirklich, ist es ein April-Scherz? Wahnsinn! Kommen wir zu den Fragen. Was sagst du zu Mercedes? Solide Zahlen für 2022, zuletzt guter Ausblick. Riesiges Aktienrückkaufprogramm. Der Markt applaudiert, die Aktie steigt. Wow! Blicken wir in die Zukunft. Fokus auf Luxusautos. Luxus. Interessante Strategie. Lukrativ, aber auch riskant. Der springende Punkt ist, Fokus auf Luxus bedeutet höhere Verkaufspreise pro Fahrzeug, bedeutet gleichzeitig höhere Margen. Darüber hinaus natürlich auch noch ein sehr interessantes Segment, in dem Mercedes punkten will, nämlich Software. Und Mercedes geht davon aus, die Kundenschicht, die sie ansprechen, wird mehr für Software ausgeben in Zukunft. Deswegen wird auch massiv investiert. Bedeutet Software, Over-the-Air-Updates, vernetztes Fahren, Fahrassistenzsysteme oder Entertainment. Damit wollen sie richtig viel Kohle scheffeln. Gefällt uns das? Ja, die Strategie ist gut, aber sie ist auch riskant. Keine Frage. Die Aktie, wow, ist super gelaufen. Würden wir die Aktie jetzt kaufen? Nein. Ich finde, die ist einfach zu heiß gelaufen. Und nochmal, im Bereich deutscher Automobilhersteller, Luxussegment, finde ich einfach die Porsche AG richtig gut. Die würde ich vorziehen. Punkt. Carbios. Was sagst du zu Carbios? Richtig cool. Geiles Teil. Warum? Muss ich vielleicht ein bisschen weiter aussehen, Jungs. Wir ersticken doch alle Plastikmüll. 460 Millionen Tonnen produzieren wir jedes Jahr. Nur ein kleiner Teil davon landet beim Recycling oder wird recycelt. Großteil wird verbrannt, landet im Meer. Wir müssen was tun. Definitiv, das steht doch außer Frage. Carbios hat hier vielleicht die Lösung. Carbios hat eine Technologie bzw. ein Enzym entwickelt, mit dem es möglich ist, Kunststoffe biologisch abzubauen und zu recyceln. Wow, kein chemisches Recycling, ja? Richtig, richtig gut. Pilotanlage haben sie schon gebaut, haben sie damit gepunktet. Sie haben interessante Ankeraktionäre und Partner mit L'Oreal oder Michelin, dem Reifenhersteller. Das sieht richtig gut aus. Aber hier haben wir einen Börsenwert von roundabout 400 Millionen. Ja, für einen Umsatz vielleicht 2024 von 15 Millionen. Bedeutet, wir investieren in eine super Technologie, aber sehr langfristig, sehr weit nach vorne gedacht. Und hochriskant, weil sie im Moment hoch bewertet ist. Außer Frage. Oh, hier haben sie nochmal den Chart. Den darf ich natürlich nicht vergessen. Die sieht schon gut aus. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was sagst du zu Straumann? Kann ich mich ein bisschen kürzer fassen? Weltgrößter Hersteller von Zahnimplantaten. Das ist ein Wachstumsmarkt. Sieht man auch an den Jungs hier, oder? Solide Zahlen, 2022, Umsatz drauf, Gewinn drauf, war okay gewesen. Der springende Punkt ist aber, der Blick geht auch hier in die Zukunft gerichtet. 2030 wollen sie einen Umsatz machen von 5 Milliarden Schweizer Franken. Im Moment 2,3 Milliarden. Riesiges Wachstumspotenzial haben die Jungs oder sehen die Jungs in China. Deswegen wird auch hier jetzt investiert. Hat der Börse natürlich erstmal nicht gefallen. Im Moment notiertes Papier bei 125 Schweizer Franken. Hoch waren wir 210. 20 Milliarden ist die Bude schwer. Finden wir die gut? Ja, finden wir gut. Was sagst du zu KSB? KSB, Pumpenhersteller. Boah, Luftpumpe, wo haben wir die jetzt? Ah, hier. Da denken vielleicht viele mit dran. Hier, Pumpenhersteller. Nee. Nummer 3 hinter Danfoss und Xylem. Hier geht es um riesige Kühlwasserpumpen für Reaktoren beispielsweise. Hier stecken 10 Jahre Entwicklungsarbeiter drin. Oder ja, die ganz stinknormale Heizungspumpe. Die Jungs sind richtig gut. Und hier habe ich zuletzt auch den Vorstand gesprochen. Die bewegen sich. Die bewegen sich insofern, dass sie die Margen peu à peu nach oben bringen jetzt. Ja, Kommunikation, Kapitalmarktkommunikation, daran wird gearbeitet. Und die sind richtig gut im Business. Zitat des Vorstands, Pumpen wird es immer geben.
Das ist der springende Punkt. 2018, 2019, Marge von 3,5%. Im Moment sind sie bei roundabout 5%. Ziel 2028, 8%. Das sieht gut aus. Das ist für mich so ein schlafender Riese, wenn man so wie der jetzt langsam hier erwacht. 800 Millionen Börsenwert. Nicht so schlecht. Was sagst du zu Katek? Katek hatten wir, glaube ich, schon mal hier thematisiert. Jeder schreit zu Hause nach einem Energiespeicher, nach einem Stromspeicher. Nehmen zum Beispiel Solarenergie, gespeichert wird, die auf dem Dach selber produziert wird. Ja, kaufen wir alle bei Sonnen oder beispielsweise Fiesmann. Aber hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, wer das Innenleben, ja, die Technologie Inside hier quasi baut, die kommt von Katek. Hier sind wir allerdings auch im spekulativen Bereich. Ja. Die Bude bringt 200 Millionen auf die Börsenwaage. Dessen müssen wir uns schon bewusst sein. Aber die haben jetzt erst ihre Kapazitäten in Bulgarien haben sie verdoppelt. Das heißt, die sind auf Wachstum ausgerichtet. Darüber hinaus, hier, der Ghost One. Hier wollen sie in der Elektromobilität punkten. Das ist eine White Label Wallbox, die zum Beispiel auch Fiesmann verkaufen könnte. Summa summarum. Richtig gute Wachstumsaussichten, aber nochmal, hochspekulativ, definitiv. Und die Jungs müssen definitiv auch an ihren Margen arbeiten, ja? In dem Bereich, kleine Position von mir ist, aber nochmal, immer 80-20 Depot denken, ja? Was sagst du zu Synlab? Synlab ist eine Laborkette, ja? Kam zur Hochzeit der Corona-Krise an den Aktienmarkt. Da gab es natürlich Bewertungsmultiplen jenseits von Gut und Böse, ja. Deswegen ist auch die Aktie jetzt so eingeknickt, ja. Corona ist natürlich abgeerbt, deswegen Labor ist natürlich, Labor-Diagnostik ist im Moment nicht so ausgelastet bei denen. 1,6 Milliarden bringen die immer noch auf die Börsenwaage, finde ich persönlich die gut? Nee, nicht unbedingt. No way. Wir schauen hier lieber auf unseren Long-Term oder auf unseren Long-Term-Player Eurofans oder wegen mir noch in Australien Sonic Healthcare. Das sind zwei Ursachen. Oh, ja. Oh, Andi, was ist Ablaufredakteur? Zuletzt hatten die Schneider Elektrik dabei. Hier hätten wir euch mal aufgefordert. Jungs, hier, könnt mal Kommentare abgeben. Was haltet ihr von dieser Aktie langfristig gesehen? Lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Stellen wir hinten an, gerne. Nächste Woche. Wir haben in der Sendung hier auch immer und immer wieder wahnsinnig viele Fragen. Im Rohstoffbereich, Rohstoffsektor. Es gibt aber wirklich einen Bereich, sorry, da muss ich wirklich passen. Und da muss ich mir Hilfe von einem Kollegen organisieren. Der ist leider nicht im Haus. Deswegen benutzen wir jetzt mal unsere magischen Zauberkräfte. Ja, wer ist für den Bereich Rohstoffe besser geeignet als mein geschätzter Kollege Markus Busler von goldfolio.de? Markus, schön, dass du Zeit hast und dass du uns in deinem tollen Wohnzimmer quasi empfängst. Gute Investition übrigens. Im Bereich, in deinem Sektor ist im Moment schon ziemlich viel los. Newman bietet für Newcrest 17 Milliarden, wollen sie angeblich auf den Tisch legen. Aber wir wollen ja vorausschauen, wer ist aus deiner Sicht jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten der nächste Übernahmekandidat? Ich habe schon gedacht, du sagst, in meinem Wohnzimmer ist viel los, von daher bin ich ein bisschen erschrocken im ersten Moment. Das wäre tatsächlich so eine Frage, wo ich sage, vor ein paar Monaten wäre die noch leichter zu beantworten gewesen. Denn wir haben natürlich, wie du sagst, Newman bietet für Newcrest, B2Gold will sich Sabina Gold in Silber schnappen. Und da hätte man so gesagt, hey, wer ist denn der Nächste in Kanada? Ich meine, Great Bear ist übernommen, jetzt wird Sabina übernommen. Aber so denkt der Markt nicht. Es scheint immer noch so dieses Production First. Also zuerst werden wir Produzenten gekauft. Wenn ich da sagen muss, wer ist ein Übernahmekandidat, dann vielleicht eine K92 in Papua-Neuguinea. Kann man natürlich sagen, hey, Papua-Neuguinea, um Gottes Willen, da will ich nicht hin. Will ich auch nicht unbedingt hin, aber zum Beispiel Newcrest hat eine riesige Mine und deshalb glaube ich, wird dieses Land auch ein bisschen mehr salonfähig und ich glaube schon, dass K92 da irgendwann ins Visier größer rücken könnten oder auch eine Centamin in London gelistet, in Ägypten tätig, auch da eher exotisches Land, aber macht da rund 500, knapp 500.000 Unzen im Jahr. Von daher sind das so zwei ja, Konzerne, die eine große oder groß werdende im Fall von K92 Mine haben und das sind durchaus lukrative Übernahmeziele, denke ich mal. Ich bin gespannt, ich würde natürlich sofort auf die Watchlist setzen. wir haben ja in unserer Sendung auch immer so die Rubrik konservativer, stockkonservativer Tipp. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich muss mich für eine einzige Aktie aus dem Rohstoffsektor entscheiden, die kaufe ich, lasse sie liegen, habe eine schöne Dividende dazu, für welche würdest du dich entscheiden? Also normalerweise würde ich jetzt natürlich sagen, aus dem Rohstoffsektor, dann kaufe ich so eine PHP oder eine Rio Tinto. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist mir persönlich ein bisschen zu bieder. Und vor allem unterliegen die auch relativ starken Zyklen. Also die Rohstoffzyklen sind schon relativ stark.
Wenn ich, da würde ich vielleicht tatsächlich eher auf eine Tech-Resources gehen, wo der größte kanadische Rohstoffproduzent, wo ich sage, okay, die haben eine Sonderstory, die wollen ihr Kohlegeschäft auslagern, dann werden sie vielleicht selbst zum Übernahmekandidat. Wenn ich im Goldsektor bleiben würde, dann würde ich sagen, ich kaufe eine Agnico, habe ich auch selbst gemacht, auch wenn die am Freitag unter Druck geraten ist, nachdem, oder am Donnerstag schon, nachdem die völlig durchgedreht sind, also wir die Kostenprognose ein bisschen nach oben gesetzt haben, aber für mich einer der am besten gemanagten Goldproduzenten überhaupt und wirklich nur mit Wachstumsfantasie. Nicht so schlecht, ich bin echt gespannt. Wir müssen natürlich noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über Lithium. Du weißt ja, schön hier, oder? Das war ja auch übrigens. Göttlich. Sprechen wir mal über die aktuellen Sachen, die jetzt in dem Bereich jetzt zuletzt auch stattgefunden haben. Der LG Chem zum Beispiel, neuer Deal mit Piedmont, Tesla greift nach Sigma Lithium oder das beispielsweise, stimmt, ja. Oder GM beispielsweise jetzt Lithium Americas. Welches dieser drei Projekte, welche der Deals gefällt denn dir persönlich am besten, wo du sagst, okay, hier kann ich als Anleger noch einsteigen und kann mich jetzt auf die Zukunft freuen, weil das absolut Sinn macht, das Projekt und der Deal? Also Lithium Americas finde ich deshalb spannend, weil sie zwei Geschäfte haben. Also sie wollen die Company im Prinzip aufspalten. Einmal das Südamerika-Geschäft, wo man auch teilweise mit Ganfeng verpartnert ist. Dort will man diese Salare eben in Produktion bringen, diese Salzen in Produktion bringen. Und einmal das Nordamerika-Geschäft, was natürlich für insbesondere Amerika und die Ansprüche, die USA an sich selbst haben, dass man etwas unabhängiger in Sachen Rohstoffproduktion werden möchte von Importen. Interessant ist das riesige Thacker Pass Projekt, das man dort in Produktion bringen will und das wohl jetzt auch grünes Licht seitens der Gerichte bekommen hat. Von daher finde ich die Geschichte schon spannend. Piedmont finde ich genauso spannend, ist auch ein sehr gut positionierter Konzern. Da gab es einmal ein bisschen zu Unruhen, weil angeblich war die Nachbarn so dagegen oder die Anwohner so dagegen gewesen, scheint sich aber jetzt alles so ein bisschen beruhigt zu haben. Man hat jetzt einen Abnahmevertrag geschlossen. Wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, sind die Bewertungen, die diese Aktie mittlerweile mit sich bringen. Das ist also nicht so, dass ich sage, das sind die geborenen Schnäppchen, die hier rumlaufen oder sowas. Wir haben den Lithiumpreis, der quasi parabolisch nach oben gegangen ist. Und wenn jetzt so, man merkt schon so ein bisschen so eine Top-Bildung. Es kann schon sein, dass die noch ein bisschen günstiger werden, dass man dann wieder einsteigen kann. Also ich würde jetzt nicht Haus und Hof darauf setzen, dass ich unbedingt eine Aktie investiere, sondern ich würde tatsächlich sagen, so vielleicht mal gestaffelt einsteigen und das Ganze so auch diversifiziert so ein bisschen auch in Produzenten und in kommende Produzenten. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Danke, Markus. Wer mehr von dir wissen möchte, goldfolio.de. Der kommt mich in meinen Garten besuchen. Absolut. Auf jeden Fall. Da werden wir jetzt auf jeden Fall in deinem Garten jetzt mal ein Bier genehmigen. Ja. Bis zum nächsten Mal.